Action Adventure ist nach wie vor eines der beliebtesten Genres auf der PlayStation 2. Und was wäre dieses Genre ohne Tomb Raider und Lara Croft? Aber nicht nur Tomb Raider, The Angel of Darkness ist eines der Highlights auf der E3, sondern auch viele andere Spiele. Wir schauen mal rein. Seit einiger Zeit hat Solid Snake auf jeder E3 einen großen Auftritt. Die diesjährige bildet da keine Ausnahme. Metal Gear Solid 2 Substance ist allerdings kein komplett neues Spiel, eher eine Erweiterung des PlayStation 2-Hits Sons of Liberty. Neben dem ganz normalen Abenteuer findet der Spieler hier einige Extras. Er kann etwa Snake auch auf der Bohrinsel spielen, in VR-Missionen sein Können unter Beweis stellen oder mit dem coolen Agenten Skateboard fahren. Ein qualmender Kopf, flatternde Nerven und eine erhöhte Herzfrequenz. Mit diesen Nebenwirkungen muss man rechnen, wenn man Silent Hill spielt. Das wird sich auch im dritten Teil nicht ändern. Wieder wird der Weg durch das Ferienresort von harten Rätseln, bizarren Zombies und lauernden Gefahren gesäumt. Diesmal steuern sie eine junge Frau durch die dunklen Straßen und können sich zum Beispiel mit einem Maschinengewehr gegen die Horden von Untoten wehren. Das sieht zwar nach einem eher actionlastigen Spiel aus, der Eindruck täuscht aber. Wie bei den Vorgängern soll es wieder eine ausgewogene Mischung aus Action und Rätseln geben. Fortsetzungen erfolgreicher Spielserien gab es auch am E3-Stand von Eidos. Fear Effect Inferno ist der dritte Teil der im Anime-Stil gehaltenen Erotik-Abenteuer um die Agentinnen Hana und Rein. Außer diesem Trailer gab es jedoch keine Informationen zu dem Spiel. So viel lässt sich aber jetzt schon sagen. Die beiden Protagonistinnen werden wieder einmal viel nackte Haut zeigen. Das Epos um Eidos etwas bekanntere Sexbombe geht bereits in die sechste Runde. In The Angel of Darkness soll es dabei einige Neuerungen geben. Lara kann wie eine Rollenspielfigur ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. Sie schleicht wie Solid Snake und erhält wertvolle Tipps von den Passanten. Insgesamt zielt das Spiel diesmal auf ein erwachseneres Publikum ab. Die Schauplätze sind düster wie die Geschichte. Die Atmosphäre erzeugt Gänsehaut. Im Vergleich zu Tomb Raider ist Onimusha eine sehr junge Serie. Bei der E3 wurde erst der zweite Teil vorgestellt. Samurai's Destiny ist die Geschichte eines jungen Kämpfers, der Rache für die Zerstörung seines Dorfes sucht. Im Laufe des Spiels muss er nicht nur einige Rätsel lösen, sondern natürlich auch mit Samurai-Waffen dämonische Gegner besiegen. Ziemlich kampfbetont sieht JoJo's Bizarre Adventure aus. Das Spiel basiert auf einem Manga-Comic und bleibt diesem ziemlich treu. Für den Cartoon-Stil sorgt dabei das Cell-Shading. Für die Action die Helden Giorno Giovanni und Bruno Bucciarati. Die beiden beherrschen ziemlich abgefahrene Kampftechniken. Giorno kann beispielsweise überall Bäume wachsen lassen. Vom Manga zum Film. LucasArts ist dafür bekannt, mit Kinohelden die Spieleplattformen aufzumischen. Mit Indiana Jones and the Emperor's Tomb gräbt LucasArts nun den Archäologen wieder aus. Der ist auf der Suche nach dem Heart of the Dragon, einer schwarzen Perle, die dem Besitzer Macht über fremde Gedanken gibt.
Genau wie Indiana Jones basiert auch Bounty Hunter nicht auf einem speziellen Film. Die Handlung spielt sich vielmehr zwischen Episode 1 und Episode 2 der Star Wars-Reihe ab. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Jango Fett, einer der unbarmherzigsten Kopfgeldjäger der Galaxis. Der bekommt es auf seinem Weg durchs All mit einem mysteriösen Todeskult zu tun. Klar auch, dass einer der voraussichtlichen Blockbuster des Jahres wieder von einem Spiel begleitet wird. Im zweiten Teil der Saga um den pfiffigen Zauberlehrling muss es Harry Potter nochmal mit seinem Erzfeind Lord Voldemort aufnehmen. Neben herausfordernden Flugeinlagen auf einem Besen steht dabei auch eine Verfolgungsjagd durch die Kanalisation auf dem Plan. Etwas älter ist die Filmvorlage von The Thing. Mit 20-jähriger Verspätung kommt John Carpenters Horrorklassiker jetzt aber doch noch auf die PlayStation 2. Ganz neu ist die Story nicht. In einer verlassenen Forschungsstation auf der Antarktis bekämpft der Spieler außerirdische Horrorwesen. Neu dabei ist nur, dass er mit einem Team zusammenarbeiten muss, von dem er nicht weiß, wie vertrauenswürdig es ist. Flammenwerfer und Maschinenpistolen helfen bei der Wahrheitsfindung. It becomes a perfect imitation of you. Ein potenzieller Blockbuster ist auch Minority Report von Steven Spielberg. Der Science-Fiction-Thriller handelt von John Anderson, der in einer Spezialeinheit der Polizei arbeitet. Weil er in die Zukunft sehen kann, verhindert er als Gesetzeshüter Morde, bevor sie geschehen. Als er aber selbst des geplanten Mordes verdächtigt wird, kommt er einer Verschwörung auf die Spur. Im zum Film gehörigen Spiel übernimmt der Spieler Anderson und versucht, unter anderem mit Waffengewalt seine Unschuld zu beweisen. Das Spiel Der Anschlag basiert auf dem Tom Clancy-Roman The Sum of All Fears, der jetzt mit Ben Affleck verfilmt wurde. Hauptfigur Jack Ryan kämpft dabei in einem Gefängnis gegen eine militante Terrorgruppe. Wachen überwinden und Atombomben entschärfen gehören dort zu den Aufgaben des Spezialagenten. Wie der Name schon sagt, basiert auch dieses Spiel auf einer Geschichte von Erfolgsautor Tom Clancy. Spionage steht hier wie so oft bei den Werken des Schriftstellers im Vordergrund. Der Spieler steuert den Geheimagenten Sam Fisher, der einen Hochsicherheitstrakt infiltrieren muss, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Dabei helfen ihm nicht nur Nachtsichtgeräte und Richtmikrofone, sondern auch insgesamt 13 moderne Waffen. Das neueste Werk von Rayman-Schöpfer Michael Ancher ist weder aus Film oder Literatur bekannt, noch eine Fortsetzung. Der Kampf gegen ein despotisches Regime führt die Heldin Jade in BG&E durch ein riesiges Universum voller Städte, Planeten und Gebirge. Anfangs ist die Protagonistin noch unwillig, als sie von einer Untergrundorganisation rekrutiert wird. Doch bald erkennt sie, dass sie besondere Fähigkeiten besitzt, die ihr Volk aus der Tyrannei führen können. Doch zurück zu Film und Fernsehen. Auch aus der Flimmerkiste finden einige Geschichten ihren Weg auf die Konsole. Dark Angel zum Beispiel, die Serie über eine genmanipulierte Agentin. Diese wird auch im Spiel die Hauptfigur sein und sich mit Infiltration, Rätseln und brutalen Gegnern herumschlagen müssen. Wie die Serie wird dieser Titel wohl ebenfalls hauptsächlich durch seine attraktive Protagonistin glänzen. Is anyone there?
an die Zeichentrickserie Scooby-Doo werden sich wohl nur die älteren Semester erinnern. Doch diese Erinnerungen dürften zumindest ein Schmunzeln hervorzaubern. Auch das Spiel setzt auf Humor. Mit abgedrehten Erfindungen müssen Hund Scooby-Doo und Herrchen Shaggy ihre Freunde retten. Dabei verschlägt es sie unter anderem in ein Geisterhaus, eine Spukhöhle und auf einen gruseligen Friedhof. Manche Spiele entwickeln sich zu richtigen Dauerbrennern auf der E3. Primal zum Beispiel wurde schon voriges Jahr gezeigt. Jetzt steht es aber zumindest in den USA tatsächlich kurz vor der Veröffentlichung. Das Abenteuer um Jen Tate und den steinernen Wasserspeier Scree entführt den Spieler in eine dunkle Welt voller Mysterien. Hier kann er jederzeit zwischen den beiden Hauptcharakteren wählen. Ebenfalls ein alter Bekannter von der letztjährigen E3 ist The Lost. Gruselig sieht das Spiel immer noch aus. Kein Wunder, ist der Schauplatz doch das Höllenreich. Der Spieler schlägt sich durch die neuen Kreise der Hölle in deren Innerstes und kann dabei zwischen drei Erscheinungsformen umschalten. Mit der stimmigen Musik, den grausamen Gegnern und der verworrenen Story entsteht hier auf jeden Fall Gänsehautatmosphäre. Ein Fehler und die Welt geht unter. So geht es Dr. Muto, einem verrückten Wissenschaftler. Der zerstört bei einem Experiment seinen Heimatplaneten. Zum Glück bleibt jedoch sein Laboratorium intakt. Von hier aus versucht er, die Welt wieder aufzubauen. Dafür reist er zu vier anderen Planeten, erfindet schräge Dinge und bekämpft Feinde mit seiner Splissgun. Den PlayStation 2-Spieler erwartet also auf jeden Fall eine lustige Reise.